In diesem Video schauen wir uns einmal die Grundeinstellungen mit dem Folienmaster an und damit meine ich die Schriftarten, Schriftgrößen und Farben, die man in einem Foliendesign verwenden möchte. Ich habe dazu PowerPoint wieder neu gestartet. Was wir bereits mal gemacht haben, ist, wir haben uns hier fertige Designs ausgewählt und dieses Mal machen wir aber unser eigenes Design mit Hilfe des Folienmasters. Ich wähle dazu hier aus leere Präsentation und wandere sofort in den Folienmaster, da ich hier mal alle grundlegenden Designeinstellungen mache, bevor ich anfange, überhaupt meine PowerPoint-Folie mit Text zu befüllen. Also ich wähle die Registerkarte Ansicht aus und gehe in den Folienmaster. Wie bereits besprochen, die allererste Folie hier oben ist die sogenannte Masterfolie. Alles, was ich hier ändere, überträgt sich einmal auf alle Unterlayouts, die dieser Masterfolie untergeordnet sind. In dem Video schauen wir uns einmal nur Schriftarten und so weiter und Farben an. Alle Layout-Einstellungen und wie ich so Layouts machen kann und so weiter, das kommt in einem anderen Video. Was uns gleich mal auffällt, ist Folgendes. Und zwar habe ich hier oben, dazu zoome ich mal etwas ran. Ich habe hier oben bei den Registerkarten eine neue Registerkarte. Und zwar die Registerkarte Folienmaster. Die ist hier links vom Start. Die erscheint immer dann, wenn ich im Folienmaster drin bin. Und ich kann den Folienmaster hier mit Master-Ansicht schließen, wieder verlassen. Und dann bin ich wieder auf meiner normalen Folie und kann hier Text einfügen. Also wieder Retour, Ansicht, Folienmaster. So, wieder auf 100% runter. Gut, also beginnen wir mal mit den Schriftarten. Ich kann zwei verschiedene Dinge tun. Ja. Ich kann, und das ist eher meine Empfehlung jetzt da, hier im Folienmaster drin mir ein Schriftenset aussuchen. Das kann ich hier einstellen bei Schriftarten. Ich kann hier entweder ein bereits vorgefertigtes wählen. Hier sehe ich quasi ein fettes für Überschriften, für normalen Text und für kleinen Text, zum Beispiel mit Calibri und so weiter. Es ist aber die Möglichkeit, auch so ein eigenes Set selbst zusammenzustellen, indem ich hier auf Schriftarten anpassen klicke. Und ich kann jetzt hier Schriftarten für Überschriften und Schriftarten für Textkörper einstellen. Das sehe ich hier. Ja? Schriftarten für Überschriften, Schriftarten für normalen Textkörper. Und jetzt kann ich hier auch unterschiedliche Schriftarten, wenn ich möchte, kombinieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, ja, für Überschriften hätte ich gerne, also ich sehe einmal jetzt dahingestellt, ob das professionell ausschaut oder nicht, aber jetzt einfach nur mal zu Testzwecken, dass man wirklich den Unterschied sieht. Als Überschrift nehme ich hier diese Britannic Bold. Und für den normalen Text nehme ich die Schriftart Calibri Light. Ich kann dem Set sogar einen Namen geben, jetzt zum Beispiel mein Schriftarten-Design-Paket. Ein bisschen sperrig, aber wurscht. Klick auf Speichern. Und jetzt hat sich das nicht nur schon angepasst, sondern ich finde es hier auch ganz vorn bei Benutzer definiert, finde ich es drin, mein Schriftarten-Design-Paket. Und jetzt hat sich das, wie man sieht, hier automatisch übernommen. Ich sehe hier oben die Britannic Bold und hier unten sehe ich die Schriftart Calibri Light. Gut, jetzt sehe ich hier, ich kann bei den normalen Textkörpern hier diese Elementebenen einstellen. Also ich kann zum Beispiel hier reinklicken und sagen, ja, ich hätte hier gerne Nummerierungssymbole, aber ich hätte gerne nicht die Kreise, sondern ich hätte gerne Vierecke. Und Achtung, er ändert mir jetzt nur die zweite Ebene auf Viereck. Warum? Weil ich hier den Cursor drin habe. Hätte ich gern, dass alle Ebenen mit einem Viereck versehen werden, muss ich es zuerst markieren und klicke hier auf das Viereck. Oder ich ändere hier zum Beispiel auf Nummerierungen und so weiter. Ja. Ich bleibe jetzt aber allerdings hier bei dem mit dem Viereck. Dann kann ich zum Beispiel sagen, die Überschrift soll nicht Schriftgröße 44 sein, sondern wir wechseln auf Schriftgröße 54. Ich hätte es gern schattiert und ich kann sogar die Farben wechseln. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, und zwar zu den vorgeschlagenen Designfarben. Ganz günstig ist, wenn man sich immer innerhalb der Designfarben bewegt, weil die eben zusammenpassen. Und wenn mir dieses Designfarbenset, das hier automatisch eingestellt ist, nicht gefällt, kann ich mir ein neues Designfarbenset holen. Ich wähle dazu bei Folienmaster drin aus,
Hier hatten wir vorher die Schriftarten und hier habe ich Farben. Und grundlegend ist hier das Office-Set eingestellt, aber ich kann zum Beispiel wechseln auf ein rot-oranges Set. Oder Laufschrift oder Papier oder Violett oder Violett oder Rot-Violett, wie auch immer. Ja. Ich wechsle hier jetzt einmal auf Orange-Rot. Und wenn ich jetzt da wieder auf Start gehe und zum Beispiel meine Überschrift hier in der Masterfolie verändern möchte, sehe ich, dass sich die Designfarben jetzt da verändert haben. Und jetzt wähle ich zum Beispiel für Überschriften diese Designfarbe hier aus. Mal die hier. Und die übernimmt sich jetzt hier auch auf alle Layouts, die dieser Masterfolie untergeordnet sind. Gut, was kann ich noch ändern, wenn wir schon bei Farben sind? Ich gehe wieder in den Folienmaster rein. Ich kann zum Beispiel eine Hintergrundfarbe festlegen. Dazu lege ich hier, gehe ich hier auf Hintergrundformate und kann hier eine Hintergrundfarbe auswählen. Ich kann auch auf Hintergrundformatieren klicken und kann hier eine einfarbige Farbe zum Beispiel auswählen und habe hier wieder unter anderem meine Designfarben zur Auswahl. Ich kann auch zum Beispiel einen Farbverlauf einstellen. Und hier bei Verlauf Stops zum Beispiel die Stops ändern und dadurch ändert sich auch hier quasi dieser Farbverlauf. Da kann man sich ein bisschen spielen damit. Ich bleibe jetzt bei einfarbige Füllung und wähle hier aus diese Farbe und wähle aus auf alle anmelden, was eh automatisch passiert, weil ich auf der Masterfolie bin. Gut, ich kann auch die Schriftgröße hier unten ändern, indem ich zum Beispiel hier klicke und sage, ja, diese Grundebene hätte ich doch gerne auf Schriftgröße 32, die zweite Ebene hätte ich gerne auf Schriftgröße 28, die dritte Ebene hätte ich gerne auf Schriftgröße 24, die vierte Ebene hätte ich gerne auf Schriftgröße 20 und die fünfte Ebene bleibt mir auf Schriftgröße 18. Gut. Damit hätte ich jetzt einmal prinzipiell alles mit Farben und mit Schriftarten und Schriftgrößen hergezeigt. Natürlich könnte ich auch hergehen und sagen, dass die zweite Ebene hier, warum auch immer, nicht schwarz sein soll, sondern was weiß ich, diese Designfarbe erhalten soll. Wenn ich jetzt den Folienmaster verlasse, also Registerkarte Folienmaster, Masteransicht schließen, dann könnte ich jetzt hier loslegen und bei dieser Titelfolie zum Beispiel meine Titel einfügen. Und hier eine Unterüberschrift einfügen und zum Beispiel noch meinen Namen und das Jahr hinschreiben und mir jetzt eine neue Folie holen, zum Beispiel eben eine mit Titel und Inhalt. Da haben wir bla bla und jetzt sehen wir hier, das ist die Ebene 1. Bei der Ebene 2, dazu muss ich aber, ups. Ebene 1, jetzt muss ich zuerst Tabulator drücken, dann rutsche ich automatisch ein. Kann hier Ebene 2 schreiben und wie wir sehen, hier habe ich ja vorhin die Farbe verändert, das passt auch. Und hier bin ich wieder bei Ebene 3. Aber das zeige ich noch, weil das passt noch gut zu Text dazu. Ich kann auch hier die Abstände einstellen. Das mache ich natürlich auch im Folienmaster drin, damit ich das einheitlich habe. Also ich wechsle wieder auf Ansicht Folienmaster und gehe auf die Masterfolie. Markiere das hier, indem ich entweder drüber fahre, so oder hier oben den Rand anklicke. So, dann wird auch alles markiert, aber wenn man sich unsicher ist, dann fährt man einfach mit der Maus drüber. Gehe auf die Registerkarte Start und kann jetzt hier bei Absatz, ups, nochmal markieren. So, markieren, also hier bei Absatz reingehen zum Beispiel und kann einstellen den Zeilenabstand, wo hier mehrfach steht. Kann ich entweder fix nehmen, doppelter Abstand. Mal gleich mal sehen, was passiert. Dann wird das wirklich sehr, sehr groß. Übrigens, die schnelle Möglichkeit habe ich auch hier, wo ich eben hier auf 1,5 wechseln kann oder sogar auf 3. Das wäre ein bisschen viel zu groß. 1,5 passt vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn ich selbst ändern möchte, gehe ich hier eben wieder bei Absatz rein, wähle hier mehrfach aus und kann eben statt 1,5 nur 1,25 auswählen. Klicke auf OK und dann habe ich etwas mehr Abstand. Ich könnte natürlich auch das Ganze markieren und in die Mitte setzen oder rechtsbündig und so weiter. Auch das funktioniert. Oder ich könnte generell sagen, ich möchte gar keine Nummerierungssymbole, also wechsle ich auf keine und ich lösche zum Beispiel hier die Ebenen auch weg. Damit habe ich jetzt hier nur die Möglichkeit, einen Text einzufügen,
mache ich vielleicht ein bisschen kleiner und dann habe ich jetzt nur eine Textvorlage und die kann ich zum Beispiel auch auf Blocksatz stellen. Ja, verlassen wir jetzt wieder den Folienmaster. Und jetzt kann ich hier drin ganz normal schreiben. Man sieht, die Aufzählungszeichen sind weg. Wie gesagt, da ist es gut, wenn man eben zuerst den Folienmaster alle Einstellungen trifft und erst dann anfängt, seine Folien mit Text zu befüllen. Gut, das war's einmal mit dem ersten, mit diesem zweiten Teil hier.